Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf einzig Hugo. Das ist der junge Herr hier unten links in der Ecke. Hugo hat nämlich auf ein Video von Jungfeldsalat reagiert. Das ist der, der hier unten und hier oben ist. Es ist jetzt egal, wer hier auf wen reagiert. Auf jeden Fall auf das von Jungfeldsalat hat auch der gute Proletopia schon reagiert. Deswegen werde ich das jetzt nicht noch einmal extra machen. Proletopia hat da eigentlich alles klargestellt. Schaut da gerne vorbei, wenn euch da seine Anmerkungen interessieren. Aber Hugo hat darauf reagiert und ja, einige ziemlich komische Sachen über mich gesagt. Ich habe da mal reingeschaut und ja, Hugo frontet mich da irgendwie die ganze Zeit. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht groß wofür, aber ich würde sagen, gehen wir trotzdem mal relativ unvoreingenommen da rein und schauen uns seine Kritik an. Ich hatte in den ersten Minuten mal reingeschaut. Ich habe jetzt hier irgendwo auf Hälfte gestellt oder ach, eigentlich können wir auch ein bisschen früher anfangen. Macht ja auch nichts. Ist jetzt, glaube ich, egal, wo wir einsteigen. So ganz am Anfang ist, glaube ich, immer ein bisschen blöd. Ja. Vorab ein Hinweis in eigener Sache. Abonniert mich bitte auf Odyssee. Abonniert mich bitte auf Rumble. Die Links zu Odyssee und Rumble findet ihr in der Videobeschreibung sowie in der Kanalbeschreibung, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Wenn ihr mich also auf Odyssey und Rumble finden wollt, dann solltet ihr das auch auf jeden Fall schaffen. In dem Sinne beginnen wir nun mit der Reaktion. Gleiche Muster. Okay. Und Der, also, ey, ich weiß nicht, also, sorry, aber also, wenn du so. genau meine Meinung. Warte. ich sag's dir gleich, darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich werde Ja. mir nicht irgendwelche Vorwürfe basierend auf deiner Moral anhören. Es interessiert mich Das nicht, was du hat nichts moralisch über zu. mich oder meine Ja. Gesprächspartner denkst. Also. Mach von. Also bevor Jungfeldsalat darauf jetzt eingeht, erstmal kurze Erklärung. Baba. Wie viele Reactions sind das, Alter? Okay, ich sollte es vielleicht mal erklären. Das hier ist Baba Bartonek. Lol, lol, Baba Bartonek. Der mit Agitator spricht. Darauf reagiert Jungfeldsalat, worauf Agitator reagiert, worauf Jungfeldsalat reagiert, worauf ich reagiere. Auf nun, ich reagiere. Ja, Reaktionsvideos sind furchtbar redundante Formate. Um das zu lösen, könnte man ja auch einfach Gespräche führen. Also ich biete sowohl Hugo als auch Jungfeldsalat gerne ein Gespräch an, sollten Sie da Lust zu haben. Dann müssen wir hier auch nicht so sechsmal aufeinander reagieren, wenn wir kommunizieren wollen. Bevor Jungfeldsalat jetzt darauf eingeht, erstmal kurz Framing. Bartoneks Wenn Masche jemand besteht komplett darin. dumme Aussagen. Wer ist die Wer Frau ist die da? Frau da? Mit wem Mit redet wem der redet Typ? der Sumpf Typ? von Lobster. Robster. Standgerichte Ja. abzuhalten und wenn dieses Streamer sich der Woken-Ideologie unterwerfen, dann ist er mehr oder weniger zufrieden, sagt nichts mehr groß. Wenn sie sich dieser Ideologie nicht. Na, was heißt aber, wenn es darum geht, dass es bestimmte Grundsätze sind, auch bestimmte ethische Grundsätze, bestimmte philosophische Grundsätze, an die man sich aus seinem Betrachtungswinkel halten muss, um sich für eine derartige Diskussion zu eignen oder so. Also es geht ja nicht darum. Nein. Darum ging es nicht. Es ging darum, dass Baba Bartonek gefordert hat, dass der Schattenmacher von Twitch gesperrt werden solle. Und ich habe nach allgemeinen Prinzipien gefragt. Er konnte keine nennen. Er meinte, ja, das müsste irgendwie so gemacht werden, irgendwie staatlich. Also er hatte keine Ahnung. Er hat einfach die Zensur von einem Kanal gefordert, den er nicht mochte und konnte keine Prinzipien nennen, nach denen das erfolgen sollte. Also totale Willkür. Also völlig der Meinungsfreiheit feindlich gegenüberstehend, meiner Ansicht nach. Darum, dass wir hier darauf, dass jetzt irgendwie Leute gebannt werden sollen oder so, sondern soweit ich weiß, ging es jetzt gerade um aus dem Diskurs ausschließen im Sinne Ach von, so, man darf von keinen YouTube gesperrt natürlich, der Schattenmacher, nicht von Twitch. Von YouTube war jetzt gemeint. Kontakt zu der Person haben. Unterwerfen und ihm widersprechen, dann beschimpft er sie einfach als rechtsextrem, rechtsradikal, Nazi, als sonst irgendwas. Er wirft ihm vor, dass sie mit Rechtsextremen zusammen kuscheln würden oder andere Schwachsinnige. Jetzt meint der Outlaw. Das macht er aber auch wirklich. Also der Outlaw spricht regelmäßig mit Nachtschmied. Sachen. Also so war das in jedem seiner Gespräche. Er wirft ihnen vor, dass sie eine finstere Seele hätten und anderen Schwachsinn. Also das ist mehr oder weniger seine Taktik und Aber die Vorwürfe kommen doch auch zurück. Also, die kommen ja auch zurück. Bist du eigentlich Das weiß vollkommen dumm, Alter? Das weise ich zurück. Seine Taktik besteht ja. Ich habe ja die Debatte gesehen. Diese Taktik ist mir nicht aufgefallen, ne? Gar nicht Ich da. bin ja auch Young Lost Salat, also. Aber das stimmt schon, dass Baba Bartonek immer wieder versucht, auch über sowas Beef zu provozieren. Also das kann man nicht leugnen.
aus irgendwie diesen Vorwürfen. Ich gestehe. Weiß irgendjemand, ob Hugo heute den Talk mit Polytopia hat? Polytopia hat sich nicht bei mir gemeldet, aber er meinte auch, er kann nicht sicher heute. Belegen zu wollen, sondern er wirft einem 10 Minuten nach dem... Warum werden meine Frage ignoriert? Noch eine Frage. Warum alterst du rückwärts, Magnum? Außerdem, wen unterwerfen wir als nächstes? Cute. Er einen Vorwurf schon mal geäußert hatte und man diesen Vorwurf widerlegt hat, einfach nochmal. Und zwar so lange, bis man nicht mehr widerspricht und da behauptet er das nach dem Stream immer weiter. Also wirklich einer der bösartigsten und schlimmsten Wokisten, der uns wirklich abgrundtief hasst. Okay, einer der bösartigsten und schlimmsten. Ist ja, aber er ist nicht so sehr geisteskrank, oder? Aber ich stimme zu, dass Bartonek schon... Ich weiß nicht, ob der in Real Life so ist oder ob das tatsächlich seine Figur ist, aber tatsächlich schon immer wieder sich sehr seltsam verhält oder auch so nach Gesprächen dann noch mit jeder Person Beef anfangen möchte, ewig noch auf mich reagiert hat, mich in irgendeine Ecke stellen wollte, beziehungsweise irgendwelchen Leuten unterstellen wollten, dass sie mich versuchen, irgendwie von ihren politischen Ideen zu überzeugen oder sonst was. Also das ist eine Einschätzung, die ich auf jeden Fall in Teilen teile. Und wer ist denn ihr? Wer ist uns? Das würde mich immer interessieren, weil der Agi sagt ja immer, die Wokisten würden immer die Welt in zwei Lager einteilen. Und da würde mich mal... Okay, da hat er einen Punkt. Da hat Jungfelsalat einen Punkt, weil das tatsächlich so ist, dass Agitator dieses In-Group-Out-Group-Denken mindestens auf einem Niveau von den Wokis hat. Nein, habe ich nicht. Das ist einfach eine Unterstellung. Keine Ahnung, wo Hugo dazu kommt. Ich beschreibe einfach nur die Realität, wenn ich von verschiedenen politischen Lagern spreche, die es gibt. Also es gibt einfach auf Twitch ein wokes Lager, das andere Leute angreift, das anderen Leuten die Meinungsfreiheit wegnehmen will, das geschlossen agiert, das bei jeder Kritik an ihrer Ideologie, sei es, weil irgendjemand gesagt hat, ich bin gegen Waffenlieferungen, oder sei es, weil irgendjemand gesagt hat, es gibt nur zwei Geschlechter, also eigentlich unproblematische Äußerungen, komplett durch die Decke geht und versucht, den komplett wegzucanceln. Also dieses Lager, das gibt es offensichtlich hier auf Twitch. Das zu leugnen ist einfach Realitätsverweigerung. Und das zu beschreiben hat nichts mit In-Group-Out-Group-Denken zu tun. Das ist einfach die Realität. Und es gibt auf Twitch auch ein BSW-Vorfeld. Das ist wesentlich kleiner als dieses Woke-Lager, wesentlich unbedeutender aktuell noch. Ja, und zu beschreiben, dass es das gibt, dass es Leute wie mich oder Marlon oder Fasselquarker oder Erwin gibt, die sich offen für das BSW aussprechen. Das ist auch nur einfach eine Beschreibung der Realität. Das hat auch nichts mit In-Group-Out-Group-Denken zu tun. Das ist einfach eine Tatsache. Also Hugo, wenn du das hier siehst oder wenn wir ein Gespräch führen, kannst du es mir ja erklären. Meinst du, diese Lager existieren nicht? Meinst du, diese Lager, die habe ich mir ausgedacht oder was? Das ist einfach eine Tatsache, die man so beobachten kann, wenn man sich hier auf Twitch ein bisschen rumtreibt. Und die zu leugnen, zu sagen, das sind alles nur Individuen, die für sich stünden und keine Beziehung zueinander hätten, das ist einfach Quatsch. Ja. Interessieren, wenn er sagt, wir sind die Wokies und er sagt wir, also auch von seiner Gruppe spricht, würde ich gerne mal wissen, wer seine Gruppe ist. Wir, das BSW-Vorfeld. Am Anfang war ganz cool. Keine Ahnung, ich glaube... Baba Bartonek habe ich schon noch nie als sonderlich sympathisch wahrgenommen. Wenn, ich weiß noch zu der Zeit, wo er mit Huch auch gesprochen hat und so weiter. Ich glaube, da hat er versucht, sich ein bisschen sympathischer zu geben. Aber ansonsten lebt er halt echt nur davon, irgendwelche Leute anzubiefen. Ich meine, das tue ich auch irgendwie, aber ich mache das selten auf so einer persönlichen Ebene. Ich gehe dann halt eher rein und greife die Punkte von... Nein, absolut nicht. Okay, ich hole jetzt nicht alte Sachen raus. Wir wollten nur hier auf das Video reagieren. Den Leuten an oder... Ja, lach ein bisschen über einzelne Aussagen, aber ich gehe da nicht so lange intensiv auf eine Person ein. Das ist halt das. Was die für einen Namen haben, das würde mich mal interessieren. Kämpfen für. Ich schätze, die politischen Gegner der Wokies ist dann die andere Seite. Dieser Mann will politische Gegner aus dem Diskurs ausschließen, das ist ein ideologisch überzeugter Antidemokrat. Digga, was? Na, mich würde halt interessieren, ging es hier um das Bannen von Schattenmacher oder ging es hier gerade noch darum, mit wem man Gespräche führen soll? Ich bin ein bisschen verwirrt. Es ging um das Bannen von Schattenmacher. Das ist so bodenlos. Also ich habe keinen Walkie getroffen bisher, keinen einzigen. Bin nicht entweder geisteskrank oder böse. Hallo Outlaw. Schön, dich hier im Chat zu sehen. Ich sehe zu viele Köpfe. Ja, ich würde mit Hugo über all das gerne mal ein Gespräch führen, aber ich habe es ihm auch in die Kommentare geschrieben, aber er wollte das bisher noch nicht. Warte, ich habe doch einen Kommentar geschrieben. Wo ist der denn hin? Wo ist denn mein Kommentar hin? Das kann doch nicht sein. Bitte sortieren nach Neueste.
je, wo ist mein Kommentar hin? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich einen Kommentar geschrieben habe. Jetzt bin ich verwirrt. Wartet kurz. Ich hatte das Video nämlich auf meinem Erstkanal schon gesehen. Also, nee, warte, der heißt ja eins anders. Ich hatte das Video nämlich auf meinem Erstkanal schon gesehen und da hatte ich das auch kommentiert. Gut. Hallo. So, wo ist denn mein Kommentar hin? Das ist doch... Ja, hier ist mein Kommentar. Warum sehe ich den hier nicht? Hat er den... was ist denn mit dem passiert? Ah, hier ist er. Okay, ich war einfach nur zu blöd zum Gucken. Ja, ich war einfach nur zu blöd zum Gucken. Ich habe nichts gegen dich und weiß auch nicht, warum du mich andauernd frontest. Wenn du Lust hast, können wir unsere Differenzen gerne in einer Live-Debatte auf Twitch klären. Stimmt, dann warte. Wenn man umschaltet, dann... Hä, warum sieht man den unter Neues? Also, unter Neueste, da findet man den, aber unter Beliebteste zuerst findet man den nicht. Das ist ja interessant. Ist ja auch egal. Also das ist YouTube. Das ist YouTube Twitch. Ja, ich weiß, dass Kommentare vom Algorithmus ausgeblendet werden, aber ja, ich erlebe das ja auch auf meinem Dings. Ich hatte das gerade, deswegen hatte ich auf Neueste zuerst geschaltet. Auf jeden Fall, Hugo, wenn du gerne mal ein Gespräch führen möchtest, können wir dies gerne tun. Dann brauchen wir auch nicht ein Reaktionsvideo mit 5 oder 6 Köpfen, die jeweils aufeinander reagieren. Das ist, glaube ich, produktiver und geht schneller. Das ist, dann könnte ich auch Sachen, die du mir unterstellst, die so gar nicht der Fall sind, wie das mit diesem dichotomischen Weltbild, den könnte ich denen auch sofort widersprechen. Einfach eine Beobachtung, die ich... Geisteskrank. Geisteskrank und bösartig einfach. So in der Realität immer erfahren habe. Banger, 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 Soundbild. Dennoch. Ich frage mich wirklich, wann der Agitator anfängt mit dein bestes Argument. Ja, das ist eine Simplifikation politischer Diskurse, die ich so nicht für gut befinde. Also es gibt halt Argumente... Also ich hatte ja mit Kaspar Karst die Debatte über Mindestlohn. Da kannst du nicht einfach sagen, dein bestes Argument für den Mindestlohn oder das beste Argument gegen den Mindestlohn. Du kannst verschiedene Argumente bringen. Und wenn sich die Argumente widersprechen, dann hast du ein Problem. Also nehmen wir mal Kaspar, der gesagt hat, ja, der Mindestlohn sorgt für höhere Arbeitslosigkeit und er sorgt für höhere Preise. Muss man sagen, Moment mal, wenn die Unternehmen die höheren Kosten durch den Mindestlohn weitergeben können, wieso sollte da die Arbeitslosigkeit steigen? Also wenn die Unternehmen ihre höheren Kosten an die Kunden weitergeben können, dann machen sie ja nicht weniger Gewinn. Dann machen die Unternehmen ja genauso viel Gewinn wie vorher. Also da gibt es ja keinen Grund, warum sie Leute entlassen sollten. Also sowas beispielsweise. Deswegen ist dein bestes Argument keine Diskurstechnik, die ich so übernehmen würde. Aber diese Beobachtung der Art und Weise, wie sich Wokisten anderen Leuten gegenüber verhalten, das ist ja eine Erfahrung, die ich bisher so gemacht habe und die bisher in keinem einzigen Fall anders ausgefallen wäre. Also ich weiß nicht, warum Hugo damit ein Problem hat. Also Hugo, nenn mir doch mal einen Wokisten hier auf Twitch, mit dem man vernünftig und sachlich debattieren kann und der einen danach nicht verleumdet, nicht beleidigt, nicht Machtmittel gegen einen einsetzen will, der nicht dafür ist, den Diskurs einzuschränken und Leute, die ihm nicht passen, von der Plattform wegzucanceln, der nicht den Verfassungsschutz auf seine Gegner einsetzen will, auf den alle diese Dinge, die ich hier gerade aufgezählt habe, nicht zutreffen. Also ein Wokist, der quasi für Meinungsfreiheit ist, ein Wokist, der keine Machtmittel gegen seine Gegner anwenden will, und mit dem man sachlich reden kann, ohne dass er Lügen über einen verbreitet. Nenne mir einen, der hier auf Twitch streamt. Dann haben wir ein Gegenbeispiel. Also dann wären immer noch die 20 Leute, die sich so verhalten, wie ich dort beschrieben habe, aber dann hätten wir wenigstens mal ein Gegenbeispiel. Aber das Ding ist, dass ich kein einziges Gegenbeispiel kenne.
Gib mir jetzt dein bestes Argument. Mal so ein bisschen, ne? Zeigt, wie der Agi auch differenziert, auch die Dinge betrachtet. Jetzt schauen wir, auf wessen Seite sich Jungfeldsalat im Folgenden schlagen wird. Okay. Was ist denn mit irgendwie so Kali oder so? Oder Proletopia, der sich selber als Vogue bezeichnet. Du weißt, um wen es geht. Wir können die Leute auch Pseudo-Vogue nennen. Es geht nicht um Leute wie Butterfruit oder Proletopia, die sagen, sie seien Vogue. Und solche Leute wie Bartonek und Neitan, die seien Pseudo-Vogue. Nein, es geht um Leute wie Jungfeldsalat, Neitan und so weiter. Also die Vogue-Bubble, wir können die auch, wir können die, wie gesagt, auch Pseudo-Vogue nennen. Finde ich mega weird, dass er von vornherein sagt, okay, ich möchte nicht über moralische Entscheidungen sprechen, weil im Endeffekt das ist doch das, worum es immer geht. Also, Digga, literally jedes Kuchenvideo baut auf... Nein, in der Politik geht es um Interessen, nicht um Moral. Moralischen Vorwürfen auf. Habe ich gesagt, dass ich ein Fan von KuchenTV und diesem elendigen Meinungsbloggertum bin? Hab ich das? Hat Jungfeldsalat gesagt, dass... Nein, er hat gesagt, jedes Kuchen-TV-Video beruhe darauf. Wieso bringt er das als Punkt, wenn ich das ablehne? Also, warum bringt ihr hier Kuchen-TV als Punkt? Ich verstehe es nicht. Also dann ist das irgendeine Assoziation, die nichts mit dem Thema hier zu tun hat. Und Jungfeldsalat wirft dir einfach so ein, um abzulenken. Also dann ist es genauso bescheuert, das jetzt einzubringen. Agitator ein Fan von KuchenTV ist? Gesagt? Hab ich das gesagt? Ich habe ein populäres Beispiel dafür genannt. Und mehr nicht? Also ich halte nichts von diesem moralistischen Politikverständnis. Nichts daraus, davon, dass man aus seiner eigenen Moral meint, ein politisches Argument machen zu müssen. Aus einer. Also es gibt da zwei Meinungen. Agis und die falsche. Ja, so wirkt es ein bisschen. Ja, so wirkt das, so ist es aber nicht. Also du kannst ja Argumente bringen, warum ich falsch liege. Ist da halt nichts gekommen. Eigenen Moral ein politisches Argument also, machen zu müssen. Außer Unterstellung, wie dass ich eine dichotomische Weltsicht hätte. Habe ich nicht. Kali ist Seller ineloquent. Bob, du bist fies. Es gibt eine ganze Wissenschaft, die sich mit Moralphilosophie beschäftigt. Frag mich, was alle gegen Seller haben. Beschäftigt, nämlich die Ethik. Also es ist ja jetzt nicht so, als dass es irgendeine ominöse Vogue-Bubble gibt, die aus 12 Leuten besteht, die zu Hause vom Stream-Setup sitzen, sondern das... Nein. Du musst verstehen. Wokeness ist ein politisches, ein moralisches Verständnis im doppelten Sinne. Du teilst die Welt in Täter- und Opfergruppen und sagst dann, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Ein identitäres Politikverständnis im doppelten Sinne. Das habe ich gesagt und der zweite Teil ist richtig, den Hugo hier gerade wiedergegeben hat. Nee, warte mal, es ist kein politisches Verständnis, oder? Wie war das Wort? Naja, never mind. Identitäres Politikverständnis im doppelten Sinne. Auf jeden Fall teilst du in zwei Gruppen. Die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Wokies und nicht Wokies. Ach nee, dann haben wir den Agitator. Ich meine Jungfeld. Das habe ich nie behauptet. Also, schon wieder, was ist das für eine abstruse Unterstellung? Also Hugo wirft mir hier jetzt vor, ich würde die Welt in Wokies und nicht Wokies teilen und die einen seien die Guten und die anderen sind die Bösen. Also das ist ein völliger Schwachsinn. Es gibt kein einheitliches anti-Wokies Lager. Also anti-Woke ist ein Stalinist. Ein Stalinist ist sicherlich anti-Woke. Also schaut euch an, was da in der kommunistischen Partei Russlands rumläuft. Das ist sicherlich links, aber definitiv nicht woke. Ich habe auch einige geschichtliche Ansichten, die ich so nicht teile. Aber wie gesagt, Stalinisten, die sind jetzt nicht woke. Nationalsozialisten, die sind auch nicht woke. Islamisten, die sind auch nicht woke. CDUler, die sind auch nicht woke. Trotzdem wäre es blanker Wahnsinn, CDUler, Nazis, Stalinisten und Islamisten, also Islamismus ist ja auch schon ein Sammelbegriff, aber diese ganzen Ideologien, die in einen Beutel zu packen, da Anti-Woke drauf zu schreiben, und es wäre noch größerer Wahnsinn zu sagen, die sind jetzt moralisch die Guten. Auf so eine Idee würde ich gar nicht kommen. Also ich weiß gar nicht, wie Hugo dazu kommt, mir sowas zu unterstellen. Sadat. Der macht das. Es gibt ja eine Wissenschaft, die sich damit auseinandersetzt. Und natürlich kann man auch, also Moral als subjektives Empfinden darf doch auch eine Rolle spielen. Also, klar. In der Politik geht es auch nicht um Wissenschaft, in der Politik geht es um Macht. Nochmal, nicht um Moral, nicht um Wissenschaft, nicht um die Wahrheit, nicht um das Schöne, Wahre und Gute. Es geht in der Politik um Macht, um kalte Macht, um nichts anderes. Da treffen verschiedene ideologische Interessen aufeinander und eine Gruppe setzt sich halt durch. Das ist Politik. So, meine eigene Moral kann über mein eigenes Handeln bestimmen. Natürlich, ich habe keine, deswegen bestimmt die gar nichts, aber ja, ansonsten
durchaus. Wenn ich Dinge moralisch verwerflich finde, dann möchte ich das doch natürlich auch irgendwie politisch abbilden, ne? Wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich finde zum Beispiel, dass Mörder bestraft werden sollen, weil das ist moralisch falsch, dann wird das natürlich in politische Gesetze umgesetzt, oder? Nein, dafür muss... Ja, dafür brauchst du einen Staat mit Gewaltmonopol. Also du brauchst eine Gewaltinstanz hinter dir. Eine politische Instanz, die das umsetzt. Du hast mal zum Verfassungsrichter oder so, falls das noch nicht im Gesetz steht, werden und das dann irgendwie entscheiden können oder in die Politik halt rein. Aber nur weil du das möchtest, wird sich natürlich nichts ändern. Man versucht. Was ist denn deine Meinung zum Kapitalismus? Ja, das ist doch gut. Das hat Hugo verstanden. Ich frage mich, warum er das den anderen Teil mit der Beschreibung vom politischen Lager nicht versteht. Wir müssen ihn abschaffen, weil Kommunismus besser ist. Das, ne? In Deutschland ist es jetzt schon so. Und aber wisst ihr, was ich meine? So fast alles baut ja auf Moral auf. Also alles hat ja irgendwie mit Moral zu tun, weil das ist ja das Menschliche an uns. Das Menschliche ist doch, dass wir uns überlegen, was die moralisch richtige Sache ist, oder? Ohne Moral hätte man ja auch kein schlechtes Gewissen oder so. Ne? Das heißt jetzt ja nicht, dass alles moralisch betrachtet werden muss, ne? Aber Moral hat durchaus auch einen Platz in manchen Diskursen. Weil natürlich kann die reine Moral nicht darüber... Welche moralischen Erwägungen haben Putin dazu gebracht, in die Ukraine einzumarschieren? Hat er sich so viel Sorgen um die ostukrainische Zivilbevölkerung gemacht, die von der Ukraine dort zu Tausenden umgebracht wurde? Ich würde mal unterstellen, nein. Ich würde sagen, Russland ging es da bei der Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, um Machtpolitik. Also... Ich weiß, es ist jetzt eine mutige Unterstellung, aber ich würde mal sagen, da haben moralische Erwägungen nur eine sekundäre Rolle gespielt. Ausschlaggebend sein oder als einziges Mittel dafür ausschlaggebend sein, was dann in Gesetze umgewandelt wird. Und ich meine, die Moral von jungen Feldsalat wird jetzt auch nicht direkt in Gesetze umgewandelt, logischerweise. Aber was ja durchaus ein Punkt ist, dass die Betrachtungsweisen betroffener Personen, die sich mit Themen mehr auseinandergesetzt haben oder die auch eine emotional-moralische Verbindung zu etwas haben, weitere Perspektiven in einen Diskurs mit einbringen können. Also ist dieses prinzipielle Ablehnen von moralischen oder emotionalen Argumenten von Agitator auf jeden Fall nicht zielführend für einen politischen Diskurs. Er möchte einfach in seinem totalitären Weltbild Stimmen aus dem Diskurs ausschließen. Er ist ein überzeugter Antidemokrat. Okay, hören wir auf damit. Aber du kannst nicht pauschal sagen, und das ist halt genau das, was ich mit differenziert halte. Aber was war jetzt das Argument? Perspektiven in einen Diskurs mit einbringen können. Also ist dieses prinzipielle Ablehnen von moralischen oder emotionalen Argumenten von Agitator auf jeden Fall nicht zielführend für einen politischen Diskurs. Nein, ich lehne moralische Argumente nicht prinzipiell ab. Ich finde nur, dass man nicht eine moralische Prämisse setzen kann oder eine Person als moralisch böse charakterisieren kann und dann auf dieser Basis ohne irgendwelche Grundsätze aufzustellen, ohne zu sagen, nach welchen eventuell widerlegbaren und konsistenten Grundsätzen eine Politik erfolgen soll, ohne aufstellen dessen irgendwelche Forderungen erheben kann. Also Bartoneks Argument war ja, der Schattenmacher sei moralisch verwerflich. Da hat er dann irgendwelche Zitate aus dem Kontext gerissen. Ey, völliger Schwachsinn, inhaltlich braucht man da sowieso nicht mehr drauf eingehen. Hat der Schattenmacher übrigens schon gesagt. Hat gesagt, das, was die Walk-Bubble mir unterstellt, ist gelogen. Überraschung, die Walkies lügen, um Leute moralisch abwarten zu können und sie anschließend aus dem Diskurs ausschließen zu können. Fast so, als wäre das ihre Taktik. Naja, aber ich finde halt nicht, dass man eine Person moralisch abwerten kann und sie dann auf Basis abwerten sollte und sie dann auf Basis dessen aus dem Diskurs ausschließen sollte. Das war mein Argument. Das Argument war nicht, du darfst nichts Moralisches mehr sagen. Also genau das Gleiche ist ja, nehmen wir wieder den Ukraine-Krieg. Du kannst jetzt sagen, die Ukraine, das ist ein böses, moralisch verwerfliches Regime, was die Opposition unterdrückt, was alle Oppositionsparteien verboten hat, was Kritiker einsperrt, wo Folter in den Gefängnissen stattfindet, wo Leute von der Straße gefischt und zwangsrekrutiert werden. Das ist so ein verbrecherisches Regime. Ja, mit der Kritik hast du sicherlich recht. Das trifft auf die ukrainische Regierung eindeutig zu. Aber daraus solltest du jetzt nicht die Schlussfolgerung ableiten, mit diesem Regime darf man nicht verhandeln. Nein, diese Schlussfolgerung, die lehne ich ab. Also die Beschreibung, die mag ja aus moralischer Sicht richtig sein, als es alle waren. Es spielt keine Rolle, wie man die ukrainische Regierung moralisch charakterisiert. Dass das ein hochkorruptes, brutales Regime ist, sehe ich natürlich auch so. Aber das spielt keine Rolle. Trotzdem sollte Russland mit der ukrainischen Regierung verhandeln, beziehungsweise mit Washington. Also wenn Frieden in der Ukraine will, muss man die Verhandlungen letztlich mit Washington führen, gar nicht so sehr mit der ukrainischen Regierung. Also ist ja jetzt egal, mit realpolitischen Verwicklungen im Ukraine-Krieg zu reden, brauchen wir jetzt nicht. Aber
Selbst wenn man, also wie gesagt, man kann halt so einen starken moralischen Frame drauflegen, der Punkt ist, das ist egal, wie man die Konfliktpartei moralisch sieht. Entscheidend sind die politischen Interessen. Zwischen den politischen Interessen Russlands und des Westens, beziehungsweise im kleineren Maßstab der Ukraine, ist ein Kompromiss möglich. Zwischen moralischen Prämissen. Also Russland behauptet ja, in Kiew sei ein Nazi-Regime an der Macht, was die russische Bevölkerung unterjochen wolle und es drohe ein Völkermord. Also ziemlich absurde Behauptungen. Und die NATO unterstellt Russland dann, Russland wolle morgen früh Europa, halb Europa erobern, wenn es in der Ukraine erfolgreich sei, wenn man da irgendwelche Zugeständnisse machen würde. Auch ziemlich absurde Unterstellungen, und Putin sei ein faschistischer Diktator und habe irgendwelche, also sei quasi ein zweiter Hitler. Also wirklich auf beiden Seiten moralische Prämissen, Unterstellungen, die relativ wenig mit der Realität zu tun haben. Das ist ja jetzt nicht so wichtig. Es ist halt das Propaganda-Narrativ beider Seiten. Und zwischen diesen Narrativen ist kein Kompromiss möglich. Bei diesen Kompromissen kann es nur den absoluten Sieg und die Vernichtung des Gegners geben. Auf beiden Seiten. Und das führt bei Atommächten zum Atomkrieg. Das ist völliger Irrsinn. Ja, hallo, war gerade, hast du mich geraddet? Muss ich mal gucken. Nee, hast du nicht. Trotzdem hallo. Hatte gesehen, dass du vorhin gestreamt hast. Naja, auf jeden Fall führt... führen diese moralischen Prämissen, da führt kein Weg an der Vernichtung des Gegners vorbei. Denn wenn der Gegner als das absolute Böse charakterisiert wird, dann kann man mit dem keine Kompromisse schließen. Man einfach erstmal neutral sagt, der Gegner hat politische Interessen, wir haben politische Interessen, dann ist ein Kompromiss möglich. Also, und diese Entmoralisierung der Politik, die ermöglicht politische Kompromisse, die ermöglicht politischen Dialog. Wenn man den Gegner als verachtenswertes Wesen darstellt, dann ist eine Verständigung, dann ist eine Debatte, dann ist auf großer staatlicher Ebene ein Kompromiss in einem Krieg sehr viel schwieriger, ja fast unmöglich, als wenn man einfach sagt, wir klammern Fragen der moralischen Wahrheit aus den Verhandlungen raus. Es geht jetzt erstmal darum, einen Kompromiss zwischen den politischen Interessen zu erzielen. Also wo eine Grenze verläuft, das kann man verhandeln. Wer jetzt der neue Hitler ist, wer der eigentliche Nazi ist, das kann man nicht verhandeln. Das war ja einer der großen zivilisatorischen Fortschritte, der zum Ende des 30-jährigen Krieges geführt hat, der den Westfälischen Frieden möglich gemacht hat. Dass man Fragen der moralischen Wahrheit aus den Verhandlungen ausgeklammert hat. Und genau das fordere ich. Also man kann da ja unterschiedlicher Meinung sein, aber man sollte auf dieser Basis nicht andere Leute aus dem Diskurs ausschließen wollen. Man sollte auf dieser Basis andere Leute nicht wegcanceln wollen. Oder ja, das ist ja, was die Wokies machen. Sie verleumden andere Leute und wollen dann Machtmittel gegen sie einsetzen. Und Bartonek jetzt hier beim Schattenmacher, aber das ist, Schattenmacher ist ein beliebiges, austauschbares Beispiel. Das könnte auf zig andere Beispiele exakt genauso übertragen. Er möchte einfach in seinem totalitären Weltbild Stimmen aus dem Diskurs ausschließen. Er ist ein überzeugter Antidemokrat. Okay, hören wir auf damit. Aber du kannst nicht pauschal sagen. Ja, das Ding ist, wenn jemand Stimmen, die ihm nicht gefallen, aus dem Diskurs ausschließen will und ich das kritisiere, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich sage, wenn ich dann sage, schließ nicht Stimmen aus dem Diskurs aus auf Basis deiner individuellen, nicht universalisierbaren Moral. Also den Unterschied, den wird Hugo doch verstehen. Also wie gesagt, Hugo, wir können gerne mal ein Gespräch machen. Ich glaube, ich kann das jetzt alle 50 Sekunden mal erwähnen, damit du das auch nicht vergisst. Also wenn du vorbeikommen möchtest, du kannst dich auch gerne jetzt melden. Hast mich ja auf Discord. Also du kannst gerne einen Chat schreiben, dann rufe ich dich an und dann machen wir hier ein Gespräch. Und das ist halt genau das, was ich mit Differenziertheit meine. Es gibt da einfach Themen, da kannst du sagen, hey, da ist die Moral halt wichtig. Da führt man auch eine Debatte über Moral. Durchaus. Also Moralvorstellung und Ethik vor allem kann ja durchaus eine wichtige Komponente einer politischen Debatte sein. Und kann das vertreten. Und dann gibt es halt auch Debatten, da spielt das keine große Rolle. Aber wie das der Agi macht, ist halt einfach total, einfach lost so. Agi sagt immer, nee, ich möchte nicht über Moral reden. Nein, Politik darf nicht Moral beinhalten. Und das ist einfach absurd. Das ist einfach absurd. Also vor allem nutzt er das als... Nein, mich stört, wenn Moral zur Verschleierung politischer Interessen verwendet wird. Nehmen wir den Ukraine-Krieg. Wenn Russland behauptet, in der Ukraine seien irgendwelche Nazis an der Macht, die einen Völkermord planen würden, dann dient das zur moralischen Abwertung der ukrainischen Regierung. Meine Güte, ist das so schwer zu kapieren? Man kann das jetzt natürlich auch umdrehen, wenn der Westen behauptet, in Russland sei ein neuer Hitler an der Macht und Russland sei eine faschistische Diktatur und plane die Eroberung halb Europas, was auch völliger Schwachsinn ist. Also das ist einfach moralisches Framing, was die politischen Interessen verschleiern soll. Politisches Interesse der NATO ist, sich auszudehnen und die Ukraine als eigenen Satelliten zu behalten.
und in diesem Krieg Russland möglichst langfristig zu schwächen. Das strategische Interesse Russlands ist, die Ukraine als neutralen Pufferstaat zwischen sich und die NATO zu bekommen. Als Totschlagargument. So zum Beispiel in der Debatte mit Tobias Huch, das und das führt dazu, dass Menschen reden, dass Menschen sterben, hör mal auf mit deiner dauerhaften Moralisierung. Nein, das war nicht mein Punkt. Also Gott, worüber haben wir denn da geredet? Wir haben über die Taliban geredet und schaut euch die Debatte nochmal an, aber der Punkt war nicht, dass er gesagt hat, das und das führt dazu, dass Menschen sterben. Der Punkt war, dass er schon wieder total viele schlimme Sachen über die Taliban erzählt hat, was überhaupt nichts zur Sache beigetragen hat. Also inwieweit man wie man jetzt die Taliban moralisch bewertet, war keine Frage, über die wir da diskutieren wollten. Also über die überhaupt Thema war, die er einfach so reingebracht hat. Es war, könntest du jetzt Whataboutism nennen oder welchen komischen Namen man dieser Diskursablenkung gibt, ist relativ egal. Es hat auf jeden Fall nichts zur Sache beigetragen und das stört mich halt, wenn man mit Moralisierung von der Politik ablenkt. Wie will man da eine Debatte führen? Kann ich einfach nur sagen, Vogue oder Moralisierung und hab dann gewonnen? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich das Leuten wie Jungfeldsalat erklären soll. Weil er kommt ja auch immer mit Moral. Wenn er sagt, ey, ihr seid bösartig, dann ist das doch ein Vorwurf basierend auf... Also, habe ich gesagt, man darf keine moralischen Bewertungen mehr machen. Was folgt denn aus diesem Vorwurf? Aus diesem Vorwurf folgt überhaupt nichts. Das ist meine individuelle moralische Bewertung. Die darf ich haben. Ich habe nicht gesagt, man darf und Leute nicht mehr moralisch bewerten. Ich habe gesagt, man soll Leute nicht auf dieser Basis aus dem Diskurs ausschließen sollen. Ist das so schwierig zu verstehen, den Unterschied zwischen wir setzen Machtmittel ein auf Basis irgendeiner seltsamen Moral oder wir formulieren einfach nur eine moralische Bewertung, ohne dass das Konsequenzen hat? Also dieser Unterschied ist doch nicht schwierig zu verstehen. Ich habe ein Problem damit, wenn man die Politik moralisiert. Ich habe kein Problem mit Moral an sich. Moral oder nicht? Also ich weiß nicht, wie ich das Leuten... Wenn du sagst, dass Agi... Der Vagrant, du musst Hugo mal zu einem Talk einladen. Also ich bin mir sicher, zu mir will er nicht kommen, aber du bist ja relativ umgänglich und keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Also irgendwie will er mit mir nicht reden, aber kannst ihn ja mal anschreiben. Also er war ja auch bei Real Talk Istzas, also mit Rechten müsste er eigentlich reden. Stark in In-Group, Out-Group, zwischen In-Group, Out-Group unterscheidet, bist du dann in oder Out-Group? Von wem? Von Agitator? Wahrscheinlich Outgroup. Wahrscheinlich bin ich auch ein moralischer Denker, der auch... Ich habe keine einheitliche Outgroup. Also nein, du gehörst nicht zum BSW-Vorfeld. Nein, das sagst du ja auch ganz offen. Aber deswegen habe ich nichts gegen dich. Wir können gerne eine sachliche Debatte führen. Ich habe ein Problem damit, wenn jemand Waffenmittel gegen mich einsetzen will. Wenn jemand rufschädigende Lügen über mich verbreitet. Damit habe ich tatsächlich ein Problem. Das machen die Walkies andauernd. Nicht genug Anti-Amerika und Anti-NATO und so weiter ist, aber vielleicht bin ich immerhin noch keiner. Ich bin nicht Anti-Amerika. Ja, ich bin Anti-NATO. Ich habe nichts gegen die USA. Ich möchte nur nicht, dass deutsche Soldaten in amerikanischen Rohstoffkriegen sterben. Ich möchte nur nicht, dass über Ramstein irgendwelche Drohnenmorde stattfinden. Ich möchte nur nicht, dass wir in einen atomaren Konflikt mit Russland geraten. Also das sind meine total extremen Positionen an der Stelle. Der jetzt bösartig und geisteskrank ist, vielleicht nur eins von beiden. Wie Jungfeldsalat erklären soll. Hatte ich glaube schon mal darauf hingewiesen. Kurze Frage, findet der Talk mit Erwin heute statt? Erwin hat sich nicht bei mir gemeldet, also wahrscheinlich nicht. Machen wir dann nächste Woche. Diesen Geistesgang und bösartig kommt 1:1 aus der Honigwabe. Oh, er ist aber jetzt wieder eine bösartige Unterstellung hier aus der Vogue-Bubble, ne? Und wenn du sagst, ich lehne, es ist wirklich unglaublich. Also ich habe, also die ganzen Zuschauer jetzt im Chat beschweren sich darüber, dass hier so viele Fenster eingeblendet sind. Aber kaum reagiere ich auf so einen Drama-Content hier. Ich meine, der einzige Punkt ist ja, dass Hugo mir hier ein dichotomisches Weltbild unterstellt, was ich nicht habe. Dann steigen Zuschauerzahlen an. Es ist unglaublich. Bei dem Vortrag von Rainer Mausfeld gerade hatte ich weniger Zuschauer. Und deutlich weniger Kommentare im Chat. Also die Leute beschweren sich, aber schauen mehr Leute zu. Ich weiß ja, wie Twitch funktioniert, aber es macht einen immer so ein bisschen melancholisch. Einfach. Nein, das hat der Agitator selbst erfunden. Das hat davor noch nie jemand gesagt. Halt moralisch. Bist du pro Amerika? Ich bin in Teilen pro Amerika, weil ich tatsächlich einen Großteil meines Lebens in Amerika aufgewachsen bin. In Teilen. Ich lehne die USA nicht prinzipiell ab. Natürlich nicht. Und ich bin in Deutschland aufgewachsen und bin entsprechend pro Deutschland. Es gibt natürlich auch Fehler, die die USA machen, das ist ja ganz klar. Ab, dann folgt daraus erstmal politisch überhaupt nichts. Und das kannst du ja so halten. Und du kannst
das in deiner Agitation auch verwenden. Diese moralischen Argumente, die emotionalisieren die Zuschauerschaft. Dazu dient das. Aber wenn du ein einziges Argument, deine einzige Moral, deine eigene Moral ist, dann läuft etwas schief und dann ist ein vernünftiger Diskurs nicht... Ja, aber bei manchen Themen ist ja die Moralphilosophie bzw. Ethik, wäre der bessere Begriff, durchaus wichtig. Ich meine, die Frage, was gut und was schlecht ist, beinhaltet das ja manchmal. Das ist ja durchaus auch in manchen Diskussionen ein valides Argument, also das stimmt ja schon. Nicht mehr möglich. Wo ist das denn? Wo ist das denn der Fall? Wo habe ich das denn gesagt, Digga? Er sagt das so und ich finde das gar nicht. Ich höre das gar nicht. Er hat den Snippet, den er jetzt gezeigt hat oder den Clip, den er jetzt gezeigt hat, da sage ich ja einfach nur, dass Politik auf auch moralische Säulen hat. Mehr nicht, oder? Ich muss es doch mal hören. Nein, Politik basiert auf Interessen, nicht auf Moral. Interessen und die Macht, sie durchzusetzen, darum geht es in der Politik. Politik hat nicht zwangsläufig moralische Säulen, aber der politische... Also, dann sag mir doch, welche moralischen Überlegungen haben Russland dazu bewogen, in die Ukraine einzumarschieren? Also, Jungfettsalat, erzähl es gerne auf. Wir können auch gerne ein Gespräch machen, wenn du willst. Können wir gerne machen. Dann kannst du mir das ja mal erklären. Kurs hat durchaus moralische Säulen, definitiv. Wird mich. Wo bin ich denn hier? 5. Moral kann man bei gewissen Themen reinnehmen. Ja, definitiv. Das ist auch bei gewissen Themen durchaus wichtig für den Diskurs. Aber das hat ja Jungfeldsalat hier durchaus richtig erkannt. Also ich muss mich selber nochmal reden hören, sag ich dir. Seite sich Jungfeldsalat im Folgenden schlagen wird. Okay, finde ich mega weird, dass er von vornherein sagt, okay, ich möchte nicht über moralische Entscheidungen sprechen, weil im Endeffekt das ist doch das, worum es immer geht. Also, Digga, literally jedes Kuchenvideo baut auf moralischen Vorwürfen auf. Ach so, das habe ich gesagt. Ja, also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fällt jetzt spontan kein politisches Thema ein, wo die Moral gar keine Rolle spielt, die moralische Bewertung. Ich will mir keine Welt vorstellen, wo sich Menschen in der Politik in und Dinge entscheiden, ohne die Moral mit einzubeziehen. Ich weiß nicht, wie... Welche moralischen Erwägungen führen zum Ausbruch von Kriegen? Du kannst dir einen beliebigen Krieg nehmen. Nimm den Ukraine-Krieg. Welche moralischen Erwägungen haben Russland dazu bewogen, in der Ukraine einzumarschieren? Welche moralischen Erwägungen haben die USA dazu erwogen, im Irak einzumarschieren? Massenvernichtungswaffen, die es nicht gab? Welche moralischen Erwägungen haben die NATO dazu motiviert, 1999 Serbien zu bombardieren, um die völkerrechtswidrige Sezession des Kosovo zu erreichen? Das zweite Auschwitz, was Joschka Fischer heraufbeschworen hat, was es nicht gab. Also sag's mir. Also was für moralische Erwägungen haben den Westen dazu veranlasst, islamistische Terrorbanden in Syrien hochzurüsten, um die international anerkannte Regierung unter Bashar al-Assad zu stürzen? Also aus welchem moralischen Prinzip lässt sich die Bewaffnung von radikalen Dschihadisten ableiten? Sag es mir. Schwierig. Also es kommt auf das Thema an und ich würde vor allem sagen, es geht ja hier um den politischen Diskurs, nicht direkt um die Politiker und die Politik, die daraus folgt. Im politischen Diskurs ja. Wenn Moral keine Rolle spielt, dann Ethik, oder? Ich glaube nicht bei Agitator, weil so, wenn Tobias Huch sagt, das und das führt dazu, dass Menschen sterben oder Russland tötet so und so viele Menschen, ne? Und der dann sagt, moralisches Argument, könnte er ja genauso gut sagen, das ist ein ethisches Argument. Ja, es sterben so und so viele Menschen, der Krieg sollte aufhören. Vielleicht habe ich da einfach eine andere Moral und vielleicht kann man über moralische Prämissen schlecht diskutieren, über deskriptive Prämissen aber sehr wohl. Das ist ja eigentlich ein ethisches Argument, dass Menschen sterben nicht gut ist. Das hat ja... Ja, Menschen, das sehe ich genauso. Nur ich habe halt eine andere Weltsicht. Ich finde halt, dass man dadurch, dass man für Frieden sorgt, das Sterben beenden kann. Also ich weiß, total radikale Position, dass sich Konfliktparteien an einen Tisch setzen soll. Extremistische Position, was mir Hugo ja auch schon vorgeworfen hat. Dass sich Konfliktparteien an einen Tisch setzen sollen und ihre Interessen eher am Verhandlungstisch ausgleichen sollen, als auf dem Schlachtfeld auszumessen, wer am Ende der Stärkere ist. Das ist ja auch in der Ethik verwurzelt. Sich das vorstellt. Ich verstehe auch diese Abneigung. Es geht weder ohne Moral noch ohne Sachlichkeit. Definitiv. Beides ist notwendig. Zentristischer Standpunkt. Gegen moralische Betrachtung, nicht? Weil eigentlich ist das doch total menschlich. Also es kommt drauf an, für was du argumentierst. Wenn du in einem Krieg sagst, wir sind die moralisch Guten und der Feind ist moralisch zu verachten, der muss vernichtet werden, dann bin ich ein Kritiker davon. Wenn du sagst, wir sollten erst mal in einem Krieg schauen, was sind die politischen Interessen und dann später irgendein moralisches Argument bringst, dann später sagst, okay,
ich habe mir die Interessen angeguckt, diese Seite ist jetzt so schlimm und das ist derart kompromissunfähig, also diese politischen Interessen, da lässt sich kein Frieden am Verhandlungstisch herausbekommen, beispielsweise Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion. Also es gibt sehr wenige Beispiele, wo das der Fall ist, dass man das nicht am Verhandlungstisch lösen kann, Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion. Die Sowjetunion versucht zu verhandeln, Deutschland wollte nicht. Also noch 1943, als die Sowjetunion also eigentlich den Krieg schon gewonnen hatte. Das ist ja das typische Beispiel. Also, aber bei allen anderen Kriegen, also bei fast allen anderen Kriegen, kann man sagen, ja, die lassen sich am Verhandlungstisch lösen. Aber es gibt diese extremen Fälle, wo man sagen kann, okay, da lassen sich die politischen Interessen nicht am Verhandlungstisch ausgleichen. Aber das ist wirklich die winzige Minderzahl. In der riesigen Mehrheit der Fälle lässt sich ein Ausgleich der politischen Interessen am Verhandlungstisch herstellen. Aber wenn man mit dem moralischen Framing kommt, hier die absolut verachtenswerten Bösen und auf der anderen Seite die Guten, dann ist da kein Kompromiss mehr möglich. Für Fragen der moralischen Wahrheit, da kann man keinen Kompromiss finden, da kann man nur den Feind besiegen, da der Feind ja schließlich böse ist. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, wie er sich das vorstellt. Dass du deine Agitation auch verwenden. Diese moralischen Argumente, die emotionalisieren die Zuschauerschaft. Dazu dient das. Aber wenn du ein einziges Argument, deine einzige Moral, deine eigene Moral ist, dann läuft etwas schief und dann ist ein vernünftiger Diskurs nicht mehr möglich. Das ist halt einfach eine bösartige Unterstellung hier an der Stelle. Ich habe es nie behauptet. Nie behauptet, dass mein einziges Argument Moral ist oder mein eigenes. Du bringst keine anderen Argumente. Ja, ich glaube, hierbei geht es darum, dass er das ziemlich gerne als... Ich sag mal so, Totschlagargument, endgültiges Argument, Argument nimmt, um die Debatte zu beenden. Ich glaube, das ist halt leider wirklich so ein Ding bei Agitator. Nein, ist es nicht. Also es kommt tatsächlich kein anderes Argument. Also schaut euch Jungfeldsalat Streams an, da kommt nichts. Da kommt wirklich gar nichts. Moralisches Empfinden und ich vertrete meine politische Meinung auch so nicht. Aber gut, er zeigt mir ja sicherlich auch ein Beispiel, wo ich das mache. Bestimmt, ich glaube dran. Also beispielsweise bei den Woke-Sperrungen des Schattenmachers. Warum sollte man ihn sperren? Nennen wir ein allgemeines Prinzip, nach dem das erfolgen sollte. Also man kann argumentieren, dass die geisteskrank und bösartig sind. Das wäre ein moralisches Argument. Krass, ich bin mal jetzt gespannt, was er daraus macht. Man kann aber auch argumentieren, dass sie unser Lager bekämpfen wollen und dass sie uns... Er war so schlecht daran. Also die Freiheit unseres Lagers, sich äußern zu können, einschränken wollen. Also dass sie... Das kannst du aber durchaus einigen Lagern unterstellen. Also das ist jetzt nicht rein das Woke-Lager. Ja und? Das ist doch völlig egal. Das ist wirklich egal. Es spielt doch keine Rolle, ob man das mehreren Lagern unterstellen kann. Das ist ja der Punkt der politischen Argumenten. Die Nicht-Universalisierbarkeit. Zumal du ja auch begründen musst, warum das schlecht ist. Also ja klar, es geht gegen deine Interessen, aber ich würde behaupten, dass man grundsätzlich sagen kann, dass andere politische Gegner mundtot machen, nicht dazu passt. Du kannst dir natürlich ein paar Grundsätze überlegen, die zum Beispiel auf YouTube und Twitch nicht okay sind. Wie zum Beispiel jetzt zu Gewalt aufrufen oder sonst was. Das zum Beispiel ist ja auch irgendwo ein moralisch-ethisches Argument, was aber durchaus zählt. Die Position unseres Lagers verschlechtern wollen. Dass sie sich also wie politische Feinde verhalten. Mhm. Und das ist schlecht, weil? Warum ist das schlecht? Warum ist das schlecht? Ja, weil wir dann unsere Interessen, also weil es unserem Interesse schadet. Unserem Interesse, unsere Ideologie durchzusetzen, unserem Interesse, in Machtpositionen zu gelangen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das ist eine rein politische Argumentation, die ich gerade gefahren habe. Ich habe das jetzt nochmal so extrem aufgemacht, damit Jungfeldsalat das versteht. Weil es nicht in ihrem Interesse liegt, aber es würde ja auch bedeuten, dass sie prinzipiell kein Problem damit hätten, wenn es einem anderen Lager angetan werden würde. Das ist eine Unterstellung, also versteht Hugo nicht, also vorhin hat er es doch noch verstanden, versteht er nicht, was ein politisches Argument ist? Das ist eben nicht universalisierbar. Es ist, wie gesagt, das war kein moralisches Argument. Hugo versucht das jetzt zu einem moralischen Argument umzudeuten, was es eben nicht war. Würde, weil es ja dann nicht ihrem Interesse schaden würde, oder verstehe ich da gerade was falsch? Ja, genau, die Nicht-Universalisierbarkeit. Das ist der Punkt an politischen Argumenten. Deswegen ist zwischen politischen Interessen ein Ausgleich möglich, zwischen moralischen Wahrheiten nicht. Da ist eine richtig oder falsch, wenn sich zwei Prämissen widersprechen. Politische Interessen, bei denen ist eine Kompromissfindung in der Mitte möglich. Das ist der Unterschied. Echt, wenn man jemanden angreift. Jetzt bin ich gespannt. Warum ist denn das schlecht? Begründet es mal bitte ohne Moral. Ja, weil es uns schadet. Weil es uns materiell schadet, weil es uns in der Durchsetzung unserer ideologischen Vorstellung schadet. Wirklich, ja, weil es unserem Interesse schadet. Nicht, weil es gegen irgendein abstraktes Prinzip verstößt.
deswegen schlecht, weil es gegen ihr Interesse geht. Aber dann hätten sie auch kein Problem damit, wenn das mit einem anderen Lager gemacht wird. Exakt. Das ist, wie gesagt, der Punkt an politischen Argumenten. Hugo hat es doch verstanden. Beziehungsweise er hat es nicht verstanden. Also, das ist da, also er hat verstanden, was ein politisches Argument ist, framed das jetzt aber so um, als impliziere das irgendeine moralische Bewertung. Das ist ja der ganze Punkt daran. Das ist entmoralisiert. Da kommt die Moral nicht mehr drin vor. Also wie gesagt, Hugo, wir können darüber gerne mal ein Gespräch machen, über Politikverständnis und Moral, wenn du gerne möchtest. Wirklich? Oder? Das ist ein politisches Argument. Ach so. Da kam gerade keine Moral drin vor. Sie verschlechtert. Also das ist ja wirklich ein Fiebertraum. Natürlich kam da Moral drin vor. Ne? Ich muss ja erstmal es moralisch verwerflich finden. Also sagen wir mal so, Hugo hat es halb verstanden, Jungfeldsalat hat es gar nicht verstanden. Also Jungfeldsalat kann nicht ohne Moral denken und ja, Hugo hat bis zum einen Punkt das Argument zumindest verstanden und bringt dann zum Schluss da nochmal irgendwie Moral rein, die da eben nicht drin vorkam. Dass die Meinungsfreiheit überhaupt eingeschränkt wird. Kann ja auch einfach sagen, das ist gut so, wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird an manchen Stellen. Könnte man ja auch sagen. Ja, er ist ja ein Totalitärer. Woki, also der will das natürlich sagen. Und könnte es mal rational abwägen. Aber er bewertet es ja auch hier wieder moralisch. Und sagt, ja, das ist was Schlechtes. Das ist bösartig. Ne? Er hat quasi zweimal dasselbe gesagt. Er hat es nur einmal ausgeführt und einmal nicht. So. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich glaube, das hat dieser Young Felsenlad nicht ganz verstanden. Und Spoiler, ich habe das Gefühl, das wird... Was hatte der immer für Soundalerts die ganze Zeit? Ich kann nicht wirklich verstehen. Ja, das ist true. Vielleicht, weiß nicht, Agi, setz dich nochmal mit Moral auseinander. Also, vielleicht verstehst du den Begriff falsch. Die Position unseres Lagers. Das ist einfach ein politisches Argument. Wenn du in der Normalbevölkerung Leute agitieren willst, dann ist das moralische Argument sehr viel schlagkräftiger, weil die meisten Leute nicht politisch denken. Wie kommt er denn darauf, dass ich jemanden agitieren will? Nur weil er der Agitator... Naja, ich denke, agitieren möchte so gesehen jeder, der politisch meinungsbloggermäßig unterwegs ist. Also gut, manche wollen auch nur Geld machen, aber einige wollen ja schon Leute ein bisschen von ihren Denkansätzen überzeugen. Und das ist... Agitieren ist aber vielleicht das falsche Wort. Ja, es... Ich wollte gerade sagen, zum Schluss sind wir uns dann zum wenigstens mal einig. Zum Schluss kann ich, glaube ich, noch sagen, Hugo, wir können gerne mal ein Gespräch machen. Ich glaube, darüber würden sich auch die meisten unserer Zuschauer freuen. Also wenn ich mir so die Kommentare ansehe, scheinen die meisten nicht so mit dir übereinzustimmen. Also ich glaube, die würden sich auch freuen, wenn wir unsere Differenzen, die ja da von deiner Seite her eigentlich größtenteils auf Unterstellungen gegenüber mir beruhen, die so nichts mit der Realität zu tun haben. Also du wirfst mir ein dichotomisches Weltbild vor, was ich nicht habe. Dann können wir unsere Differenzen gerne mal in einer Debatte klären und dann sehen wir, wer die besseren Argumente hat. Denn wie sagt bei Skeptik immer, nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter. Zum Schluss nochmal der obligatorische Hinweis. Folgt mir auf Odyssey, folgt mir auf Rumble. Die Links zu Odyssey und Rumble findet ihr bei mir in der Videobeschreibung.